Webtipp Folge 23 ist da. Heute unter anderem mit folgenden Themen. Paketärger. Was passiert, wenn ein Paket nicht ankommt? Wie kann ich mich wehren? Wir stellen ein Portal der Verbraucherzentralen vor. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr kostenlos im Web Dinge versteigern könnt. Und das nicht bei eBay. Herzlich willkommen zur Folge 23 der Kurs Overview Webtipps. Heute stelle ich euch hier mal ein Portal vor, das nennt sich paketärger.de. Was ist paketärger.de? Das ist ein Angebot der Verbraucherzentrale und ein durchaus sinnvolles Angebot, denn hier kann man sich an Paketversender, also DHL, DPD, Hermes und Co. wenden, wenn man ein Problem hat. Und das tritt scheinbar sehr häufig auf, sonst würden die dieses Portal nicht gründen. Und da geht es primär darum, dass man eben Fragen oder auch Beschwerden anbringen kann und auch seine Rechten und natürlich auch Pflichten als Nutzer solcher Dienste eben sehen kann. Und das Ganze ist recht schön aufbereitet. Man kann hier auch in der Seite mal so eine Art Beschwerdeticker sehen. Und da sieht man so die letzten Beschwerden, die reingekommen sind. Hier haben wir zum Beispiel eine Beschwerde, die geht an DPD, an den DPD-Paketservice. Und DPD hat auch schon eine Stellung dazu geschrieben. Und das ist natürlich sehr verlockend, sag ich mal. Oftmals kriegt man so auch ein Feedback aus dem Bekanntenkreis. Also es wird ja mittlerweile so viel online bestellt und gemacht. Ich spreche mich da auch mal nicht von frei. Also ich bin auch Amazon Prime Kunde und ich bestelle auch relativ viel online. Und man hört immer mehr, dass Pakete zum Beispiel in ja, den unglücklichsten Winkeln des Gartens liegen oder eben auch irgendwo schon in der Mülltonne zum Beispiel oder hinter der Mülltonne liegen, ja, und eben nicht richtig abgeliefert worden sind oder eben gar nicht erst ankommen. Und dafür ist so ein Portal natürlich ideal. Ist so ein Tipp von unserer Seite mal, wenn ihr viel ja, Online-Handel betreibt und auch sehr viel Pakete bekommt, dass ihr dann mal da drauf schaut und vielleicht euch auch mal über eure Rechte informiert, die ihr da habt. Ihr habt natürlich als Kunde einige Rechte und das ist eben paketärger.de. So viel dazu, wir gehen mal weiter zu unserem nächsten Thema. Unser nächstes Thema betrifft Auktionen. Und hier haben wir es mit einem Anbieter zu tun, Hood.de. Hat nichts mit Robin Hood zu tun. Naja, vielleicht schon so ein bisschen, weil im Logo ist er ja auch zu sehen. Der Name kommt aber grundsätzlich vom Gründer. Der Gründer heißt nämlich so mit Nachnamen. Und Hood.de ist bei vielen ja in Vergessenheit geraten, sag ich mal. Also manche kennen es vielleicht noch. Aber Hood.de ist wirklich die direkte Konkurrenz zu eBay. Allerdings haben die natürlich kein solches Budget, um riesige Werbekampagnen zu starten, teilweise TV-Werbespots zu schalten. Aber Hood.de ist wirklich die zweitgrößte Plattform in Deutschland, was den Online-Handel, also Versteigerungen angeht. Und die haben auch Millionen Zugriffe am Tag. Das glaubt man gar nicht. Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert, was da so für Zugriffszahlen sind und so. Ihr habt es gemerkt. Und ich war wirklich erstaunt, weil ich hätte nicht gedacht, dass es zu eBay nochmal so eine Konkurrenz gibt. Jetzt habe ich natürlich die Zahlen von eBay leider nicht da. Schande über mein Haupt, aber das wäre jetzt natürlich noch der Knaller gewesen. Aber wahrscheinlich hat eBay, ich schätze jetzt mal, einfach mindestens 10 Millionen, wenn es reicht, Zugriffe aus Deutschland am Tag. Und Hood.de ist, wie gesagt, der direkte Konkurrent dazu. Und das Verlockende, oder was ich ja im Teaser auch schon gesagt habe, ist bei Hood.de einfach, die Auktionen sind für Privatleute kostenlos. Für Firmen, also kommerzielle, gewerbliche Anbieter ab 2013 haben die da eine Gebühr eingeführt. Aber für Privatleute, die können hier kostenlos Auktionen einstellen. Ich habe Hood.de auch mal getestet privat. Ich habe da mal was eingestellt und versucht ein bisschen was zu verkaufen. Mir sind einige Probleme aufgefallen. Das Problem ist erstmal, man hat natürlich nicht so die Zugriffe wie eBay. Man hat auch nicht diese Auswahl und man muss es erstmal schaffen, dass jemand überhaupt auf die Auktion bietet. Hood.de, dadurch, dass halt keine Gebühren da sind oder keine Gebühren verlangt werden bei Privatauktionen, verleitet halt auch dazu, dass man sagt, okay, ich starte meine Auktion jetzt erst bei so und so viel Euro. Und dann bieten in der Regel bietet keiner mehr mit, weil er sagt, ja, das geht ja noch bestimmt richtig hoch. Weil viele Leute natürlich dieses eBay im Kopf haben. Und wenn bei eBay der Wert ziemlich hoch ist,
dann ist das auch das gleiche Prinzip, dass viele Leute da gar nicht mitbieten oder die gehen davon aus, dass sehr viele Leute noch mitbieten. Aber für euch einmal natürlich als Verkäufer vielleicht interessant, wenn ihr einen Festpreis habt, wenn ihr aber auch sagt, okay, es macht mir nichts aus, wenn ich den Artikel vielleicht ja zwei, dreimal einstellen muss, bis er verkauft wird, weil ich keinen zeitlichen Druck habe und jetzt nicht auf das Geld vielleicht unbedingt angewiesen bin von einem Artikel. Für Schnäppchenjäger ist es dahingehend interessant, dass es vielleicht da auch mal Auktionen gibt, ja, die nicht mehr so im Kopf sind, von dem Verkäufer vielleicht sogar, oder vielleicht sogar ziemlich reduziert sind, um sie eben loszuwerden. Und deswegen ist Hood.de so eine interessante Nische. Und ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, wenn jemand einen Shop betreiben möchte, dann kann er das hier auch recht komfortabel tun. Natürlich kostet das was, ganz klar. Aber man könnte auch als gewerblicher Nutzer da einen Shop betreiben. Ich habe jetzt noch ein Beispiel vorbereitet. Das hat mich leider Gottes so ein bisschen enttäuscht. Denn ich unterstütze natürlich, oder ich finde sowas natürlich unterstützenswert, wenn man so großen Konzernen wie eBay, das ist ja ein riesen Konzern mittlerweile, mit PayPal dahinter, wird übrigens auch von Hood.de unterstützt, man kann da auch PayPal einbinden, wenn man so einen großen Konzern einfach mal so ein bisschen, ja, in die Schranken weist. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass es da Konkurrenz gibt. Konkurrenz, wie es so immer so schön heißt, belebt das Geschäft. Und deswegen finde ich Hood einfach unterstützungswert. Und ich habe jetzt hier mal einen kleinen Vergleich gemacht, das möchte ich euch aber nicht verschweigen, und der hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt hier einfach mal nach Notebook gesucht und 15 Zoll, so der Klassiker, sag ich mal. Jetzt haben wir hier 28 Notebooks, die an den Start gehen, und das sind hauptsächlich, wenn man sich das jetzt mal anguckt, naja, hauptsächlich Taschen. Und wenn ich jetzt hier runter scroll, naja, hier sind ein paar Notebooks, und aber es ist jetzt nicht die Auswahl, und das habe ich eben vorhin auch gemeint. Und das ist so ein bisschen enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man da hingegen mal bei eBay guckt, da habe ich jetzt über 2000 Angebote. Und das ist so ein bisschen, naja, das hat so ein bisschen Geschmäckle. Deswegen, also ich möchte euch Hood auf jeden Fall mal vorstellen, habe ich ja hiermit getan. Man muss allerdings halt wirklich gucken, für welchen Zweck diese Plattform sinnvoll ist. Ich würde es den Jungs und Mädels von Hood.de wirklich gönnen, dass sie da ein bisschen mehr Aufwind bekommen. Aber im Moment sieht es doch ganz so aus, als ob eBay einfach, ja, meilenweit überlegen ist, was die Nutzerzahlen natürlich angeht und auch die Angebote, obwohl die Zahlen ja wirklich nicht so schlecht sind, zumindest laut Wikipedia. Wie die aktuell sind, keine Ahnung, wird natürlich auch nicht veröffentlicht, aber das ist doch mal ganz interessant. Ihr kennt jetzt eine Alternative zu eBay und guckt euch da mal um. Es gibt vielleicht noch ein paar Fakten so nebenbei für Leute, die öfters mal was versteigert haben. Ich gehöre dazu natürlich auch, dass es sogar ein Bewertungssystem gibt, also wie bei eBay kann man sagen, wir können uns auch mal so einen Artikel kurz mal aufrufen hier, Windows 8.1 Pro Key, und es gibt, im Wesentlichen gibt es wenig Sachen, die anders sind als bei eBay. Im Prinzip ist es fast ein komplettes Abbild. Man hat natürlich Bewertungen, man hat, gut, das ist eine andere Geschichte, man hat auch Produktrezensionen drin. Das hat man bei eBay so in der Form nicht, außer es bindet jemand über ein Shop-System ein, aber man hat das eigentlich nicht. Und man hat hier halt eine ganz normale Beschreibung, das sieht alles sehr ähnlich aus. Das ist so ein bisschen Amazon-like, hier drunter habe ich noch die Bewertungen. Sieht alles in allem ganz aufgeräumt aus, und man kann hier an der Seite dann auch wieder, ja, wie bei eBay eben sehen, was für ein Verkäufer ist das, wie sieht es denn aus, was hat er denn für Bewertungen und was verkauft er vielleicht noch, kann man hier anklicken. Und es gibt einen Unterschied, es gibt eine holländische Auktion auch noch, so sogenannte Rückwärtsauktionen, die sind da auch möglich, das hat eBay jetzt nicht, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was, ja, ob das so ein Alleinstellungsmerkmal ist, wer möchte sowas, habe ich keine Ahnung. Ich bin auch kein Salesmensch und kein BWLer oder so, der solche Sachen einschätzen kann. Ich sage einfach die Fakten, aber ich finde das so ein bisschen unnötig. Es gibt natürlich auch Sofortkauf, das haben wir jetzt hier in diesem Fall, und wir können das Ganze einfach einkaufen, bezahlen, auch über PayPal wahlweise, aber hier steht Zahlung nur auf Rechnung. Das Ganze ist natürlich von Fall zu Fall oder von Artikel zu Artikel oder Vertrieb zu Vertrieb unterschiedlich, aber es ist ganz interessant, also es sieht wirklich 1:1 wie eBay aus, nur dass es eben aus Deutschland kommt, und der Headquarter ist auch noch in Deutschland, muss man dazu sagen, also es ist bisher noch nicht irgendwie aufgekauft worden oder so, finde ich auch ganz interessant, aber vielleicht rentiert sich da auch nicht. Gut, soviel zum Thema kostenlos versteigern. Wir gehen jetzt mal noch ein bisschen weiter, nämlich eine
Geschichte aus eigener Sache. Denn ich bin nächste Woche zusammen mit dem Kollegen Georg von Course of You Gaming, von unserem Gaming-Kanal in Hamburg. Ja, was machen wir da? Und ihr seht es hier schon, Netzprediger. Das ist eine Produktion, eine Webvideoproduktion, die sich hauptsächlich mit den Themen Internet und ja, was wir hier eigentlich auch machen, nur teilweise halt nicht so technisch, sondern ja, eher auch unterhaltsam geht es an die Internetthemen ran. Aufdröselt. Der Moderator ist der Adam Wolke, den sieht man hier links, und rechts den Sidekick, den Nero. Und das Ganze wird produziert von der Alsterfilm GmbH in Hamburg. Und wir werden, oder ich vielmehr, werde da Gast sein in der nächsten Folge. Und wir werden uns so ein bisschen über die Themen, die wir in den letzten Monaten auf unserem Channel hier hatten, unterhalten. Also sprich Petya, Antivirus und natürlich auch Thema Course of You am Rande mal mit. Und das kann ganz interessant werden. Wer da einschalten möchte, der kann sich einen Account bei Massengeschmack, das ist das Portal Massengeschmack TV, erstellen und kann dann live am Freitag, den 13. ab 18 Uhr dabei sein und kann dann das Interview verfolgen. Wann wir das mal zeigen können, weiß ich nicht. Das muss ich erst noch abklären, wie das Ganze rechtlich aussieht. Aber ihr werdet dann auf jeden Fall auf unserem TV-Kanal, das ist ja der Course of You TV, ist ja der Kanal, wo wir unsere internen Sachen veröffentlichen, also Making-ofs, also klassische Vlogs. Und da wird es natürlich auch ein Making-of zu Hamburg geben. Und ihr könnt dann da auch mal mit zugucken, was wir so in Hamburg getrieben haben. Wir werden vom Donnerstag bis Samstag in Hamburg sein und werden da dann auch so ein bisschen uns die City angucken, und das wird man dann da auch in dem Vlog sehen. Aber das Ganze werde ich, denke ich mal, wenn es soweit ist, auch nochmal zeigen. So viel zum Thema zur eigener Sache. Jetzt kommen wir nochmal zum Abschluss zu einem YouTuber-Tipp, den ich euch noch geben möchte, nämlich den guten Fritz Krempien. Fritz Krempien ist ein, ja, Piano-Cover-YouTuber, der mir mal vor ein paar Monaten über den Weg gelaufen ist, weil ich irgendeinen Cover gesucht habe. Und ich habe gedacht, Mensch, der macht eigentlich echt gutes Zeug, und dafür hat er viel zu wenig Abonnenten, 208 Abonnenten, und hat auch schon einige Videos rausgehauen, wie man hier sieht, leider im Moment nicht so aktiv. Und ich habe mir gedacht, wir gucken doch einfach mal kurz noch zum Ende in einen seiner Clips rein. Das ist von Sum41 Pieces, und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Steffen Kolb von Course of You Tech.